Sincerely, the dead and deceived. Meaning to
Ja, und damit einen wunderschönen Sonntag an alle, die dabei sind. Der Sonntag nach der Gamescom. Ich habe jetzt ein bisschen später angefangen, weil ich noch mein Auto unparken musste. Ich habe heute gelernt, dass wir auf dem Hinterhof doch zugewiesene Parkplätze haben. Wusste ich vorher nicht. Man lernt nie aus. Und ja, deswegen musste ich jetzt mal umparken. Mal ein Stückchen trinken. Hoffe, alle haben so die letzte Woche gut verlebt. Und wir starten heute mit Resident Evil 2 Remake, und zwar aus der weiblichen Spielperspektive. So. Ich bin schon wieder ein bisschen raus. Ich hoffe, er nimmt jetzt die letzten Speicherdaten, die ich verwendet habe. Genau. Wer es noch nicht weiß, ich benutze ein anderes OBS. Streamlabels OBS jetzt testweise und gucke mir das Ganze mal an. Und nutze momentan die Features, die integriert sind, wie der Chat und die Elemente, die im Stream reinkommen, das heißt die ganzen Follows und so weiter und so fort, sehe ich jetzt direkt. Muss kein extra Fenster dafür aufmachen. So. Wir müssen immer noch an den Garagenschlüssel kommen. An die Garagenschlüsselkarte. Tierpräparationstagebuch. Weißwedelhirsch, Männchen 6 Jahre alt, circa. Angort Arkleyberge, länger 1,85 Gewicht, 120 Kilo, ist zwar gut geworden, aber ich bin diese mickrigen Viecher langsam leid. Vielleicht sollte ich mich mal anspruchsvolleren Tieren zuwenden. Aha. Virischer Tiger, circa 4 Jahre alt, Männchen. Länge 2,89, 240 Kilo knapp. Bin fast gekommen, als ich ihm den gelben Bauch aufgeschlitzt habe und seine dampfenden Eingeweide rausquollen. Ich rieche immer noch nach Raubtier, das ist das wahre Leben. Wenn er meint. Schwein, Weibchen 22 Jahre alt, Fangort Raccoon City 1,60, 49,8 Kilo. Der Körper dieses Exemplars ist weich, schön, komplett weiß und der gehört mir für immer. Ja, wen haben wir denn hier? Welchen komischen Kauz? So, den Schlüssel haben wir noch nicht. Da ist der Tiger. Also wir sind jetzt quasi im Hauptquartier, ne? Von dem, also in dem Hauptraum von dem Polizeichef. Aber hier ist auch nichts weiter mehr, ne? Nö. Ich muss auch sagen, ist echt mal gespannt, wo die Tür hinführt. Und damit können wir, glaube ich, nochmal noch neue Munition craften. Muss ich ja mal gucken, nicht, dass ich wieder die falschen mache. Quatsch. So, Granatwerfermunition will ich eigentlich gar nicht so viel machen. Wobei ich halt auch nicht weiß, ob die so schlecht ist. Gott sei Dank. Die Schlüsselkarte. Ja, was brauchen wir hier wieder dafür?
Da mussten wir, ach, das ist ja schon das, was wir unten in dem Komplex gemacht haben. Da brauchen wir noch ein Bauteil, ne? Brief des Reparaturservice. Ihre Beschreibung des elektronischen Türschlosses im Polizeichefbüro nach muss wahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Haltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter in der Polizeistation, um die Glocke des Uhrenturms zu reparieren. Ach ja, genau. Wir haben ihm ein paar Ersatzteile mitgegeben und er sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Sollte etwas schiefgehen oder sie mehr benötigen, suchen sie ihn einfach im Uhrenturm auf. Den Sternen sind ihnen gerne stets behilflich. Aha. Na, guck mal an. Damit kommen wir schon mal hier raus. So. Uhrenturm. Wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht habe. Mal kurz hier gucken, ob ich... mein Mikro ist da. Was in Streamlabs OBS ein bisschen stressig ist, ist, dass die Anzeige so groß ist und man sie nicht kleiner kriegt. Also zumindest habe ich das noch nicht hinbekommen. So, wir wissen ja, wo wir sind. So, hier unten war ich, glaube ich, schon. Ja, hier unten war ich ja schon drin. Obwohl. Das ist ja ungünstig. Ja, der sitzt hier gleich drin. Ah, ein tragbarer Tresor. Ja, Mensch. Untersuchen. Habe ich den Zettel hier noch? Ich prüfe einfach mal, ob die Kombination noch so passt. Eins. Okay, die Kombination ist also anders. Wie gemein ist das denn bitte? Jetzt muss ich hier wieder aufschreiben. Vielen Dank, Google. Für nichts. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Okay. Dann versuchen wir das Ganze mal. So, also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Huch, ein Stuhl. So, das ist jetzt quasi das Teil unten für den... Whoa.
Jetzt weiß ich auch, wie bei Leon die kaputte Scheibe zum Vorschein gekommen ist. Alter Vater, hab ich mich gerade erschrocken. Das war wirklich mal wirklich erschreckend. Ich habe vor allen Dingen erschreckenderweise nichts zum Heilen dabei. Konfizierungsbericht 6211. Ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? Ja, das hatten wir schon mal gelesen. Der hat Zeug dabei, was ich natürlich jetzt nicht aufsammeln kann. Warum habe ich denn den Schlüssel dafür nicht? Gott sei Dank. Also wir wissen auf jeden Fall, dass da unten noch was lauert. So, wir müssen jetzt sogar da hoch, aber erstmal gehe ich hier rein. Ich habe gar nicht so viel Kram dabei, muss ich sagen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da ablegen soll. Wir verstauen mal die Granate. Kiespulver lag da unten, ne? Lag da noch mehr unten? So, wo waren wir jetzt gerade? Da. Beobachtungsraum, Schießpulver und hochwertige Schießpulver. Wir bräuchten also eigentlich zwei Slots. Legen wir erstmal das da rein. Das hat mir nicht geheilt, ne? Hier noch so ein Spray, ne? Hier, das nehmen wir. Quatsch. Falsche Richtung. Wir wissen genau, dass der Typ wieder aufgestanden ist. Er liegt halt auch genau neben der scheiß Tür, ne? Muss sein. Er ist gerade wieder aufgestanden, ich hab's genau gehört. Es ist noch nicht zu fassen. Meine Fresse. So. Ist ja mal super, dass man hier nichts nehmen kann. Neun Millimeter oder Säuregranaten. Ein Millimeter ist für die normale Pistole, ne?
Aschenebel, ich danke dir für deinen Follow. Herzlich willkommen in der Community. Ich habe mich etwas erschrocken, muss ich zugeben. Hallihallo, sei gegrüßt. Ich frage mal ganz spontan nach, du bist niemand aus von der Gamescom, oder? Eventuell. Mache ich jetzt nochmal 9mm Patronen, aber nee, das ist... Komm, das machen wir nicht. Verstauen. So, wir brauchen das Ersatzteil und das war's eigentlich, ne? Ein freier Slot ist halt immer so, na. Wo haben wir? Wir haben noch den Schließfachraum. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, was da drin ist. Speichern mal kurz. Wie geht's dir, Aschenebel? Wie hast du dein Wochenende verbracht? Auch ein sehr interessanter Name, muss ich mal zugeben, hört man nicht so oft. Nicht dieser typische Twitch-Name, sag ich mal so. Super, hier steht ein Brett, jetzt ist es ein bisschen zu spät dafür. Flashbang. Ich habe die Granate rausgepackt, ne? Das heißt, wenn ich jetzt gebissen werde, habe ich ein Problem. So, dann wären wir hier im Lagerraum. Frage ist jetzt, wenn ich jetzt hier die Tür aufmache, ist der Schlüssel dann weg? Ja, ich habe gesehen, dass da noch was liegt. Nein, wir brauchen ihn also immer noch. Ach, eine Sackgasse. Na, das ist ja ein Träumchen. Was sind denn typische Twitch-Namen? Gamer125. Trilala, tralala. Du bist ziemlich müde und gelangweilt. Ja, das müde kenne ich. Meistens so aus dem... Achso, das ist Elektroteil, ne? Aha. Nach einem Partywochenende vor allen Dingen kenne ich das. Ich war jetzt auf der Gamescom und habe deswegen ein bisschen durchgehangen. Ja, ansonsten... geht's bei mir eigentlich auch ganz gut voran. Ist nicht mein erster Durchgang, ne, ist mein zweiter. So, warte mal, da haben wir noch Handgranaten. Jetzt ist die Frage, wo der hingewankt ist, der Kollege. Ah ja. Wie passend. Da können wir es ja nach hier verdämonisieren. So, wenn jetzt hier wieder so ein Schockmoment kommt, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Vor allen Dingen muss ich jetzt erstmal was... Ich weiß gar nicht, was ich hier rauspacken soll, ne? Ich muss irgendwie Platz schaffen, aber irgendwie brauche ich alles. Das Elektronikteil war, glaube ich, hier für den... Ich hoffe, dass es das Elektronikteil ist.
Für die Türsteuerung hier. Cooles Outfit. Hast du Claire angezogen? Ja, danke. Du hast, glaube ich, nur das Rote mit der Weste. Ja, es gab irgendwie zwei DLC-Packs oder so. Und es muss dann wahrscheinlich... Ach, da bin. Da muss ich hin. Da können wir jetzt hier gleich mal... Achso, ich muss erstmal auspacken, ne? Klar. Zack. Benutzen. Und jetzt fehlt noch eins, ne? Oh, es fehlt noch eins. Ja, super. Dachte, ich hätte es jetzt schon, aber nein, es fehlt tatsächlich noch eins. Na top. Ich möchte sagen, es gab sogar zwei, also das rote, das mit der roten Weste ist, glaube ich, sogar der Standard. Es gibt noch zwei oder drei zusätzliche Kostüme, in Anführungszeichen, die man hier anziehen kann. Ich muss jetzt trotzdem irgendwas ablegen, weil ich sonst... Komm, wir verstauen mal die. Kriegt nämlich sonst die... Kann ich das hier nicht umverteilen? Naja, wird das schon automatisch machen. Kriegen sonst nämlich das verdammte Teil hier nicht weg. Und rein zufällig brauchen wir natürlich dieses riesige Zahnrad. Da steht er. Aufpassen, ich glaube, es gab hier nämlich zwei. Jetzt sich hoffentlich nicht um. Oh, wie nah soll ich denn jetzt noch ran? Hatte ich schon geguckt, wo es da lang geht? Nee, ne? Das machen wir vielleicht später. Wie oft hast du denn das Spiel durchgespielt, Aschenebel? Also ich glaube, also ich muss dazu sagen, ich hatte nie eine Playstation, ne? Eine Playstation 2, ich habe das also nie auf der Playse gespielt. Das ist mein erstes Mal, dass ich Resident Evil 2 an sich spiele. Und halt mein zweiter Durchgang jetzt von dem Game. Ich werde diese Steuerung nie verstehen, ne? Ich drücke nach unten und er klettert nach oben. Nur weil ich die Kamera ein bisschen versetze. Ja, hier kommen noch wieder Erinnerungen hoch. Kommt doch gleich hier Mr. keine Ahnung wie er heißt. Mr. Unbesiegbar nenne ich ihn immer, liebevoll. Es ist halt die Frage, leuchte ich den direkt um? Oh nein. Ich mag es halt, wenn die Viecher rumliegen und... Alles klar. Eigentlich sind nur tote Zombies, gute Zombies. Oh. Müssen wir mal aufpassen, der Revolver ist immer ein bisschen heftig. Ach guck mal, hier komme ich gar nicht lang. Bei Leon konnte ich hier lang. Aber ich muss hier sowieso hin. Boah, jetzt steht der wieder auf, ne? Also das nervt mich an dem Spiel eigentlich am meisten, dass die einfach nicht tot zu kriegen sind. Echt jetzt? Was zur Hölle? Vor allem, ich habe auf dem Schwierigkeitsgrad hart angefangen. Und dann sind die ja gar nicht mehr gestorben.
Und dann habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich den zweiten, weil ich den ersten Zwischenboss nicht gekriegt habe, weil ich mit 35 Schuss Munition einfach zu wenig Munition hatte. War halt extrem geil. Oh, und jetzt kam, glaube ich, Ihmchen. Immerhin ist die Leiter noch intakt. Also da war der Speicherpunkt. Ich hasse es, wenn irgendwas auf Druck gemacht werden muss. Du hast es nur einmal durchgespielt bisher. Hab das damals auch gestreamt, okay. Damals? Klingt ja, als wäre es lange her. Ich kann das auch immer nicht nachvollziehen, warum die so rumbrüllen müssen. Ja, da ist er ja doch. Wird ja was passiert, das müssen wir nicht bis zum Ende angucken. Ich hasse das. Problem ist, ich muss ja an dem vorbei, ne? Kommt da hier die Leiter hoch? Hier kommt nämlich die Leiter nicht hoch, ne? Oder? Oh doch, er kommt die Leiter hoch. Jesus Christ. Die Frage, also ich weiß nicht, ob die Leiter hochkommt, aber es klang so, als würde er die Leiter anpacken. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt hier weg? Muss? Ich muss an ihm vorbei, ne? Geht gar nicht anders. Oder? Nee, nicht zwingend. Geh einfach hier zurück, wenn das geht. Steht da noch die ganze das Heilungszeug rum. Ich habe momentan nicht mal Heilung dabei. Wenn ich jetzt hier rein, dann fahre ich wieder. Ach, dann fahre ich wieder nach unten. Dann bin ich wieder in der Tiefgarage. Und von da aus komme ich, glaube ich, nicht. Ne, ich muss an ihm vorbei. Ich muss schlicht und ergreifend an ihm vorbei. Cool. Ein paar Monate ist der Stream schon her. Streamst du sonst noch irgendwas, oder? Oder hast du generell das Spiel einmal gestreamt und dann wieder aufgehört? Klingt so, als würde er vor der Tür stehen. Ist über mir, ne? Wo kommt er denn her? Kam der jetzt von unten? Ich glaube, er kam von unten, ne? Das ist ja clever. Der mir direkt inne verpasst, das ist ja geil. Ich könnte jetzt natürlich wieder umpacken ohne Ende. Momentan nicht, am Freitag streame ich Man of Medan, aber ansonsten gerade nichts Spannendes. Man of Medan, irgendwo sagt mir der Name was. So, wo ist denn der jetzt? Das ist hier durch die Tür oben gelaufen, ne? Fällt ein, wir sind noch nicht da lang gegangen. Ja, hier ist dann noch einer. Ich vergesse immer wieder, dass die Leute hier nicht springen können, ne? Das ist einfach zum Kotzen. Ah ja.
Diese Tür ist für dich verschlossen. Coole Sache, das. Und jetzt in den komischen Klotzkobold reinlaufen, dann wäre es natürlich perfekt. Naja, immerhin lohnt sich's doch jetzt, was zu nehmen. Grün und rot. Ach, wenn man jetzt halt wüsste. Irgendwas müsste man halt rausnehmen, aber ich bin kein Fan davon, Waffen in irgendwelche Kartons zu packen. Der Nachfolger zu Until Dawn. Ja, das sagt mir in der Tat was. Warte mal, ist das das, wo man auf dem Schiff im Wasser rumdümpelt? Ist es das rein zufällig? Wo man so ein Geisterschiff dann findet? Dann weiß ich, was gemeint ist. Guck mal, hier liegt noch was. Gar nicht gesehen. Ha, ha, ha. So, hier ist noch was. So. Komme ich hier durch? Oder muss ich unten lang? Unten lang komme ich gar nicht, ne? Doch, da will ich langkommen. So, und hier komme ich ja wahrscheinlich gar nicht lang, weil mir dafür die Kurbel fehlt. Hier hatte ich alles geholt, glaube ich. Ist auch blau. So, diesen Tresor hatte ich noch nicht geöffnet, weil ich nicht genau weiß, welche Kombination ich dafür brauche. Und weil da auch nur was für die Pistole drin ist, die ich nicht benutze. Ja, natürlich. Der Klassiker. So, ich muss mir kurz Gedanken machen, was ich hier überhaupt wollte. Ich muss in den Uhrenturm, das heißt, ich muss in die Bibliothek. Den Wagenheber, da hinten ist noch Munition, aber wo komme ich denn? Wie bin ich nach ganz oben gekommen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Wie bin ich denn in den vermaledeiten Uhrenturm gekommen? Beziehungsweise, ich wollte erstmal nach ganz unten, ne? Wäre auch ein ganz schöner Idiot, dann hätte ich ja gleich direkt mal... Ich hätte direkt weiter runtergehen können. Ne, jetzt habe ich hier Mr. Fossil wieder aufgeweckt. Nimm's mir nicht übel, aber ich muss hier durch. So, hier durch war das, glaube ich, oder war das die Bibo? Nein, das war richtig. Ich weiß nur nicht, ob sich hier unten noch einer rumtreibt. Ach du Kacke! Geh bloß da rein! Oh, die Frage ist, kommt der hier unten rein? Ich glaube, der kam auch hier unten rein, ne? Jo! Manchmal frage ich mich, womit ich das verdient habe. Junge. Hier standen sie gleich wieder direkt vor der Tür, ne? Ja, klar. Ihr nervt mich gar nicht alle zusammen. Normalerweise klatscht er die Typen immer um. Heute nicht, sagt er. Also die Zombies findet er auch immer ungeil.
aber jetzt gerade stören die nicht so. Ja, Mist ist das richtige. Mist ist genau das richtige Wort. Ich hab daneben geschossen, ne? Ja, Sichi. Hallo? Alles klar, alles klar. Ey, kann man das noch fassen? Nee. Meine verschissene Fresse, ey. Kann schon wieder ausrasten. Warte mal, den Schlüssel habe ich ja, ne? Ich weiß nicht mal, ob das sinnvoll war. Komme ich in den Aktenraum? Dann kann ich den hier wegwerfen. Ich packe mir hier schön die Taschen voll. Da draußen saß dieses vermaledeite Drecksvieh, ne? Ich weiß nicht, ob das tot ist. Ich muss erstmal was trinken. Alter. Am sichersten wäre es jetzt in die Dunkelkammer zu rennen. Also hier aus dem Aktenraum raus und dann rechts und dann... Nochmal rechts. Alles klar. Mann, ey, wie nervig ihr seid. Ich glaube, das Vieh habe ich erwischt, oder? Kommt der auch da unten reingeschimmelt? Ich hab's gerade nicht so mit Heilung. Neun Millimeter. Die brauchen 9 Millimeter. Revolvermunition habe ich auch schon komplett verdroschen, ne? Machen wir mal eine Fuhre haben wir noch. Natürlich wieder clevererweise. Oh, natürlich jetzt wieder die Knarre. Ey, kommst du nämlich nicht rein, Bub, ne? Bist nämlich ein bisschen zu dick dafür. Jetzt steht er da draußen rum. Jetzt muss ich aber mal kurz überlegen. Ich brauche definitiv noch die Erweiterungstasche. Heißt, ich muss da noch mal rein. Ist jetzt wirklich gegangen oder ist er jetzt nur um die Ecke irgendwo? Er ist auch genau da rein, wo ich lang muss, ne? Wie hell der Raum ist, wenn man von draußen reinguckt.
Der hat echt Nerven. Weiß halt nicht, ob er in dem gleichen Raum da ist. Klingt halt verdächtig danach, ne? Und der steht halt einfach mal hier um die Ecke. Der ist jetzt nicht wirklich hier drin, oder? Gott sei Dank nicht. So, jetzt müssen wir schnell sein. 203. 208. Und 102. So, hahaha, das wird ja gar nicht mal so. Eins. 102. 203. 203 kriegen wir natürlich wieder nicht. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Ich habe wieder die Zahl vergessen. Also 208 wäre schon ganz nice. Mal gucken, habe ich überhaupt noch Granaten? Granaten? Ja. So, 102 kriege ich. Doch, die kriege ich auf. 102. Das war aber, glaube ich, schon alles, ne? Ja, er ist wieder da. Forschen Schritt, das kommt auf mich zu. Wenn er wieder mir eine Kelle mitgibt, dann war's das, glaube ich. Lauf schneller, Mädchen. Aber erstmal gucken wir, wo wir hin müssen. Ich muss halt immer noch hoch in den Glockenturm und ich weiß nicht mehr, wie es bei Leon war, wie ich in den Glockenturm gekommen bin. Zugang über das Dach hier hoch. Die Tür ist verschlossen. Mir war so, als wenn ich hier darüber... Aber es geht nach unten, ne? Das ist nach oben. Lagerraum Ost hat er gesagt. Ersatzteile. Einmal Ersatzteile habe ich da gefunden. Ganz oben. Hier drinne. Über den Balkon konnte ich runterkriechen, dann komme ich in den 2F rein. Dann komme ich hier hin. Im Tresor wird doch nichts mehr liegen, oder? Im Wartezimmer. Sechs nach links, zwei nach rechts und 11 nach links. Ich kann mal reingucken.
Wird jetzt halt einfach nur schwierig. Ich muss jetzt erstmal hier raus. Gerade durch. Mit ihmchen hier hinten an der Backe wird das halt schwierig. Und vor allem steht hier bestimmt gleich wieder einer vor der Tür. Oh, Mann, nicht. Das ist ja mal... Er steht oben. Klar, da, wo ich durch muss. Ja, ist doch jetzt mal genug hier jetzt langsam. Kann auch nicht rangehen. Weil der Knüppel direkt wieder hinter mir läuft. Alter. Wie maximal belastend das ist. Ding ist, dass mir dezent die Heilung ausgeht. Nehmen das mal mit. Blöd ist halt, dass mir langsam mal so dezent die Heilung ausgeht. Deswegen habe ich auch noch nicht gespeichert. Ich habe noch dreimal zu heilen, aber es sind halt schon die Mischungen fürs Late Game. Vielleicht sollte ich einfach mal heilen. Das hier, was ist denn das? Ach, ein Wagenheber. Ach, der Wagenhebergriff. Ja, toll. Den brauche ich ja nun wirklich nicht. Also. Wenn man an die Munition möchte, dann schon. Ansonsten nein. Das finde ich übrigens am geilsten. Dass man nichts direkt aus dem Inventar kombinieren kann. Die Taschen wieder voll habe, ey. Dass es auch keinen verschissenen anderen Weg gibt als hier lang, wenn der mir jetzt wirklich eine reinkält. Macht vor allen Dingen Sinn, sich die Taschen voll zu stopfen und dann will man versuchen, da irgendwas aufzumachen, ne? Herzlichen Glückwunsch. Klappt ja nicht so, ne? Nicht so wirklich. Was soll ich denn hier noch rausnehmen? Speichern wir mal trotzdem. Vielleicht auf dem. Na gut zu wissen, dass man den Typ mit 9mm bzw. mit 9mm Kurzgeschoss nicht
nicht entgegenkommen kann. Er rennt doch hier draußen rum. Gerade die Tür gehört. Also, ich habe gesehen, wenn man ihm ins Gesicht schießt, dann hält er unter Umständen mal kurz inne, aber ich glaube, das muss dann die stärkste Waffe sein. Ja, klar. Total dämlich, dass er irgendwelche Treppen klettern kann. Oder Leitern. Jetzt klingt auch noch das Telefon. Wer ist denn dead? Ja, ich weiß. Ich hab gesagt, dass ich... Hallo? Habe ich mein Mikro jetzt gar nicht gemutet? Ah, okay. Er kann wirklich Leitern klettern. Was für ein Dude. Wieder die Frage, wohin ist. Also über mir oder unter mir? Ich glaube, er ist unten. Ja, die Chance sollte ich nutzen. Er wird sicherlich kein Problem haben, ein bisschen zu porten. Der Gute. So, jetzt gucken wir mal. Wie war das? Sechs nach links, zwei nach rechts und elf nach links. Ach, sogar für meine. Coole Sache, bringt mich nur gerade nicht weiter. Da muss ich ran. Dafür fehlt mir aber ein Teil. Wo ist dieses Teil? Ich habe halt das gottverdammte Scheißteil für den Uhrenturm, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Aktenraum war es auf jeden Fall nicht. Bin ich denn da hochgekommen? Ach Gott. Lass mir meine eigenen Gameplays nochmal angucken. Irgendwie über die Bibliothek. Ach so, ah ja, ich weiß wieder. Ich glaube, ich weiß wieder. So, ihr. Weh, ihr seid jetzt hier schon wieder. Stehen halt beide hier.
Jetzt weiß ich wieder, wofür ich dieses blöde Teil brauchte. Ja, er streucht hier auch wieder rum. Klappe. Der Wagenheber war nicht nur dafür da, um an die Munition zu kommen. Falscher Raum. Viele Wege führen nach Rom. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt der richtige. Wow, war das ein. Gerade ein Bug? Ich komme auch hier lang. Über den Duschraum. Ich hoffe nur, ich habe hier alle umgebracht. Kann man sich ja nie sicher sein. So, hier hatte ich mir alles rausgeholt, genau. So, diese vermaledeite Dreckstür. Da drüben war ich. Ne, da war ich noch nicht drin. Da gab es aber auch nichts Wichtiges, glaube ich. Aber ich könnte den scheiß Schlüssel mal loswerden. Ja. Ach ja, Mensch, schon wieder ein. Ein tragbarer kleiner Tresor. Da kann ich ja jetzt wieder malen. Was? Eins. Zwei. Drei. Und hier war, glaube ich, die vier, ne? Nee. Das ist jetzt blöd. Das. Ist die 3. So, nach der 4, 5, 6, 8. Gut, dann gucken wir mal. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich geh schlafen, viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Aschennebel. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Nächster Stream ist am Dienstag. Ich weiß noch nicht genau, was ich spiele, aber dann ist auf jeden Fall der nächste Stream dabei. So, jetzt können wir uns natürlich die Taschenvergrößerung holen. Ist natürlich jetzt clever. Warum habe ich denn hier eigentlich noch nicht alles aufgedeckt? Ach ja. Karte der Polizeistation, obere Stockwerke. Ach hier, der Uhrenturm. Ah, genau, das ist da, wo ich hin muss. Und das ist über die Eingangshalle? Quatsch. Aha. Bin ich denn durch diese dreckige Misttür gekommen? Ach, durch diesen Lagerraum, durch die verschlossene Tür, ja. Cool. Die ich nicht aufkriege. Ach ja, weil ich über die Bibliothek da lang. Ja, das, was ich erzählt habe. Ja, nice. Ja, nice. Also dann.
Wagenheberteil habe ich mir geschnappt. Muss ich nur in Ruhe. Das hier überhaupt geht, weil da steht schon wieder. Steht halt genau richtig, ne? So dass er mich halt sieht. So, die Frage ist. Wo der Rest der Bande ist. Habe ich die umgebracht? Nee. Aufpassen. Weil Ihmchen stiefelt hier irgendwo rum. Lauf doch! Mein Gott. Ich höre ihn schon direkt neben mir. Ganz entspannt. Das war gerade mehr als knapp. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht irgendwelche Teile finden, die mehr als zwei Plätze brauchen. Ah ja. So, jetzt geht's los. So, hopp, Reparaturplan. Das hatten wir ja schon. Irgendwo gab es ja noch was zu holen. Wo ging's hier hin? Ah ja, da gab es mehr krasse Schießpulver, ne? Kann ich das direkt kombinieren? Ding ist, wenn ich das jetzt hier reinpacke, ist das Ding voll und ich kann das Elektronikteil nicht mehr mitschleppen. Was mehr als ärgerlich wäre. Ich wette, damit kann man Explosivgeschosse basteln. Deswegen würde ich das jetzt erst nochmal kurz auspausieren. Achso, ja, das war jetzt nicht so clever. Ich habe den ganzen Ablauf nicht mehr ganz im Kopf, weil es ist ja schon eine Weile her. Da liegt nämlich das verfluchte andere Elektronikteil. Und hier gab es ja nichts mehr, ne? Naja. Nur einsetzen. Gott sei Dank habe ich das Scheißding nicht mitgenommen, du. Da hätte ich jetzt nämlich ein Problem gehabt. Brauchen wir beide Teile? Nee. Irgendwas war doch noch. Ich
Hä? Muss ich das da reinsetzen? Offensichtlich dreht es sich ja nicht. Da muss ich ran. Jetzt passt es auf einmal. Ich habe nichts gesagt. Jetzt geht's. Jetzt fällt die Glocke runter und dann gibt's lecker Elektronikteilchen für Daniel. Da ist es doch. Hat geklappt. Und wir haben 3 freie Slots. Das ist das Beste eigentlich an der ganzen Aktion. Können wir noch das große Schießpulver mitnehmen. Wenn ich jetzt sage, kombinieren. Kriege ich einen riesigen Stack 9mm Patronen, was natürlich kein Mensch braucht. Vor allem nicht im Endfight, weil da lacht er sich tot, wenn man mit 9mm da rumballert. Da brauchst du schon ein bisschen mehr. So, er ist da. Wir müssten ja darüber eigentlich im Idealfall wäre der schnellste Weg. Aber er sagt, nee. Ich renne hier rum. Ich weiß doch gerade nicht, wie die da drüben stehen. So. Klar. Kommt er schon angeruckelt? Alles klar. Er auch noch. Ja, er geht halt nicht zur Seite, ne? Weil das war wieder typisch, da kam alles Gute zusammen. Manchmal frage ich mich echt, was ich den Leuten Fortuna getan habe, dass sowas passiert. Gott sei Dank hatte ich die Blendgranaten mit. Kann man wirklich mal sagen, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ich pack mal das da rein. Und haben wir noch anderes Schwarzpulver? Ne, haben wir gar nicht dabei. Ja, Mensch. Dann das untersuchen wir mal. Packen das aus. So. Down, verstauen. Speichern. Jetzt gehen wir da hin. Holen uns endlich diese scheiß Polizeikarte. Damit wir hier rauskommen.
Und dürfen jetzt noch basteln. Da drüben müssen wir hin. Wir müssen hier durch, ne? Oh wow, es ist doch schon wieder nervig. Ist eigentlich egal, mit welchem Draht wir gehen? Nee. Eigentlich total bescheuert. Jetzt auch nicht. Leer total dämlich. War das letztes Mal auch schon so kacke? Schön Kreis gebaut. Es hat nicht viele Möglichkeiten. Du musst hier lang, dann da lang. Da lang, da lang. War schon so richtig, würde ich sagen, ja. Bin ich denn bescheuert? Muss ich überhaupt von da kommen? Ich muss ja Rot und Blau zusammenbringen, ne? Sag mal, stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch? Da muss ich nur mit einem. Funktioniert doch gar nicht. Muss der. Geht der nur so? So? Ich kann doch hier nicht über Kreuz gehen. Was machen eigentlich die grünen Felder? Geht das hier überhaupt? Nee. Es ist hier Saft drauf. Ach, warte mal, heißt das, dass der aus dem Blauen dann rauskommt? Das hier? Nee, oder? Ah. Fast.
Nicht genug Saft drauf, ne? Das war bei der vorherigen Steuerung, die man zusammenbauen musste, nicht, Alter. Da habe ich direkt schon mal wieder einen Haufen Gehirnschmalz verloren gerade. Alles für diese blöde Karte. Hallo? Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre sie, Miss Kay, wenn sie ihr wehtun. Dumme Göre. Hättest du das blöde Ding nicht fallen lassen, könntest du gehen. Keine Sorge, Sherry. Das ist alles bald vorbei. Irgendwo muss es hier rausgehen. Ach lol, jetzt spielen wir mal das Mädel. Das ist ja lustig. Eine besonders hässliche Puppe. Selbst hier? Echt jetzt? Okay, kommen wir da irgendwie durch? Bitte, dieses... Aha. Und der Würfel drin, ne? Ja. Toybox. Okay, das sollte nicht so schwierig sein, hoffe ich. Ausfüllen, bewegen. So. Ach so. Ah ja, ich verstehe. Das sollte nicht so schwierig sein, sagte er. Okay. Das ist doch ein bisschen beschissen. Dann muss ja die obere und die untere Zeile stimmen. Ja, moin. Könnte auch der Block sein. Ach, du grüne Neune. Shit. Traumhaft. Tolles Kinderspielzeug. Echt super, muss man schon mal sagen. Das, da habt ihr euch echt was einfallen lassen, Leute. Ja, der kann es ja schon mal nicht sein. Muss also ein Kreis sein. Der hat keinen Kreis. Eine richtig krasse Schere gefunden. Damit können wir jetzt uns durch das Papier schneiden. Wow. Ich meine, das war doch echt nur Papier, oder? Was ist das hier? Das, meine Liebe, ist der Raum eines Perfiden. Würde ich behaupten.
frage mich eher, was das für ein Haus ist. Das ist ja echt unheimlich. Könnte ein Waisenhaus sein. Sallys Tagebuch, 4. Januar. Ich liebe Mittwoche. Da bekommen wir nämlich Knabberkram und Eis. Mein letztes Waisenhaus war furchtbar. Sag ja ein Waisenhaus. Die Lehrer waren alle fies. Immer nur lernen, lernen, lernen und niemals Eis. Hier ist es einfach furchtbar toll. 10. Januar. Heute haben wir wichtige Regeln bekommen. Alle müssen Tagebuch schreiben, sich untersuchen lassen und wir dürfen nicht mehr alleine raus. Ist aber gut, dass wir nicht zur Schule müssen. Ich will nicht wegen meiner alten Klamotten gehänselt werden. Besonders nicht von dem, der sie früher getragen hat. 16. Januar. Heute kommt der Waisenhausdirektor. Deshalb werde ich mein blau kariertes Lieblingsoutfit anziehen. Der Direktor ist sehr groß, er hat einen Schnurrbart und er ist Polizist. Naja, Mensch, wir wissen ja alle, wer das ist. Ach ja, krabbeln oder was? Müssen wir uns jetzt echt eine Leiter bauen? Ach, das ist schon die Leiter, okay. Okay. Aus irgendeinem Grund kann ich mich hier ducken. Das gefällt mir gar nicht. Er ist, dass der bestimmt gleich hier reingestürmt kommt. Frage ist, wohin die Tür geführt hätte. Sollte man das erstmal auschecken. Nirgendwo hin. Sie ist nämlich verschlossen. Wer hätte das gedacht? Loki, ey. Kater, der gibt Geräusche von sich. Ist nicht mehr feierlich. So einfach wird es bestimmt sein. Aber trotzdem mal dran rütteln? Klar. Ja, dachte ich mir. Mist, ich brauche einen Schlüssel. Toms Tagebuch. 5. Februar. Vor 2 Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort. Nichts. Aber so ist das immer, wenn einer adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer, Oliver wäre anders und würde immer mein Freund sein. Da lag ich wohl falsch. 8. Februar, Anne hat heute den Kleinen eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von den schwarzen Männern gefressen werden. Deshalb hört man nichts mehr von ihnen. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Ideen hat, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin von Horror-Schundromanen. 13. Februar, hier stimmt was nicht, und zwar nicht nur Annes Geschichten. Versteht mich nicht falsch, ich war schon an schlimmen Orten und wir... Wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, aber warum dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte? Und was sind das für Spritzen jeden Tag? Ist fast wie 14. Februar. Ich werde adoptiert. Ja, ich. Die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich wäre zu alt. Aber ich freue mich schon. Ach was, ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab. Ich werde alles tun, um ein guter Sohn zu sein, auf den meine neuen Eltern stolz sein können. 19. Februar. Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Seine Gesichtshaut blätterte ab. Die Lehrer und Ärzte kümmern sich jetzt um ihn. Sie sagen, es sei nur eine Hautkrankheit und er würde bald wieder gesund. Dann können wir wieder zusammen Abenteuer erleben. Ja, nee. Das wird klappen. Alter, seine Haut ist abgeblättert. Junge. Mich raten, ich brauche den Schlüssel von dem netten, dicken Polizisten oder was auch immer das für ein Typ ist. Oh nein, er ist das.
Sehr lang? Nee. Noch ein Tagebuch. Wenn du das liest, ruft die Polizei. Das sind schwarze Männer, die alles auffressen. Viele schwarze Männer. Hilfe, sie kommen. Hilfe, Mami. Oh Mann. Hier los, ey. Das ist nur eine Puppe, oder? Da ist der Schlüssel. Wo willst du hin, Sherry? Du solltest doch da bleiben. Du musst lernen, zuzuhören. Lassen Sie mich! Nur bitte! Muss dir Manieren beibringen. Du kleines Mistkerl! Dafür wirst du bezahlen! Du kleine Kröte! Ja, die Frage ist jetzt, wie wir an den Schlüssel kommen. Ja. Verdammt! Geh weg! Er hat den Schlüssel eingesteckt, ne? Hilfe! Irgendjemand, bitte! Ganz vergessen, dass es der Polizeichef ist. Das ist eine Sackgasse! Ich muss mich verstecken! Ich muss mich verstecken! Ich muss mich verstecken! Jetzt aber! Die Tür ist zu! Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin! Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich! Er hat doch den Schlüssel bei. Komme ich da jetzt irgendwie ran? Oh Gott, oh Gott. Das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Verdammt nochmal! Oder bricht er irgendwann zusammen? Das wäre natürlich mega geil. Jetzt stirb doch einfach. Deine letzte Chance, verdammt! Zeig dich! Sofort! Scheiße! Das brennt! Oha! Unsere Chance! Würde ich jetzt mal behaupten.
Oh oh, oh oh, oh oh. Schnell, schnell, schnell. Nee, ich komme jetzt hier nicht raus. Nee, ich komme jetzt nicht raus. Alles klar. Schließ zu. Ich komme nach, Harry. Oh, wow, okay. Okay. Komm hierher, kleines Miststück. Das Spiel ist aus. Jetzt kriegst du Ärger. Lass mich los! Oh oh. Oh nein. Achso, das ist ja sein Kind. Stimmt, das ist ja sein Kind. Ah. Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit. Bring mir den Anhänger, oder Sherry ist tot. Den Anhänger? Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Na schön. Wo sind sie? Das Waisenhaus. Das Waisenhaus? Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre Sie, Miss Kell, wenn Sie ihr wehtun! Ist das dein Ernst? Verdammt! Warte nur, Arschloch! Oh Mann, jetzt müssen wir ja wieder den anderen Kackvogel da loswerden. So, Spielfloor speichern. Eieiei. Aber nettes Gimmick mit dem kleinen Mädel. Muss ich nur kurz überlegen. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch den anderen Kram da, bevor wir runterfahren. Ja, sagte er und lief in die falsche Tür. Aha. Die Frage ist jetzt, wo er lang läuft. Ich glaube, er läuft da draußen irgendwo rum. Wir können jetzt auch hier durchgehen. Und über die Bibliothek raus. Wir verpissen uns, er läuft hier nach unten. Und hier können nach oben abhauen.
Typ ist auch einfach so nervig, das kann man gar nicht. Kann man gar nicht glauben, ne? Hier lang. Achso, dann können wir eigentlich hier den kurzen Weg nehmen. Hier kommen wir ja durch, ne? Wieder aufpassen. Sind wir hier? Sind wir überhaupt richtig Presseraum? Ist offen? Hier müssen wir hin. Nee. Hä? Wo ist denn jetzt dieser... Na, ich weiß ja, wie wir hinkommen. Laufen wir zwar den langen Weg, aber viele Wege führen nach Rom. So, da lang. Alles klar, er ist hier, okay, schön. Nein, er... Da ist mal langsam weg. So, wir brauchen 203, ne? 203? Noch irgendwie einen anderen? 103 ist, glaube ich, hinfällig. Ne? Bevor der hier noch reinmarschiert kommt. Ich hatte gerade Angst, dass das Game abgekackt ist. Falsche Richtung. Kann ich bitte einfach die scheiß Gürteltasche aufheben? Ja. Hauptsache, der bleibt liegen. Kudos. Ich wollte gerade fragen, hat er den jetzt umgeklatscht? Nein, hat er nicht. So. Zack. Hier gehen wir hin, hier speichern wir kurz. So. Nur aber. Müssen wir wieder da hoch, ne? Kann ich eigentlich auch jetzt hier... Komme ich hier noch runter? Will ich da runter, ist die Frage. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz, jetzt können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Das zum Beispiel... So, Handgranate. Und komm. So, jetzt müssen wir in der Polizeistation kommen wir jetzt hier an der Eingangshalle raus. Und müssen... dahin. Lass mich wieder zurückfinden hier. Oh, what the fuck. Oh. Übers Wartezimmer am besten, ne? Und dann da durch und dann übers Dach. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen anderen Weg gibt, einen schnelleren. Auf jeden Fall ist der sicherer.
Was lustiger, kommst nicht durch, ne? Ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Er auch noch, ja Mensch. Na, da drüben ist auch wieder Betrieb. Hier über die Scheißbibliothek ist mir so egal. Aufpassen, dass ich hier nicht den kurzen Weg versuche zu nehmen. Wenn ich jetzt hier dann gehe, komme ich doch über den Lagerraum West auch da zurück, oder? Da stehen sie wieder, 100 pro. Er hilft nicht. Da stehen sie halt sogar zu zweit. Habe ich gesagt, zu zweit? Wieder ordentlich Munition verschwendet, Halleluja. Kann ich natürlich ein bisschen Kraut noch mitnehmen. Das habe ich ja. Gehen langsam die Blendgranaten aus. Und vor allen Dingen habe ich jetzt schon wieder vergessen, wo ich hin wollte. Achso, ja, ich wollte in den Fahrstuhl rein. Nehmen wir es mit, komm, Platz haben wir, zack. Man weiß ja nie, wofür man es noch braucht, ne? Schießt denn eigentlich für Munition? 45er ACP. Dann können wir den ja eigentlich auch mal verstauen. Die Taschen möglichst frei halten, wurde mir mal gesagt. So, blaues Kraut. Wir haben gar kein anderes mehr. Schakal, ja guten Abend. Sorry, dass ich das jetzt erst sehe. Ein wunderschönen, na? Wie geht's, wie steht's? Ein schönes Wochenende gehabt. Beziehungsweise eine schöne Woche. Meine war super. In die Woche über 40 Kilometer gelaufen. Jeden Tag 10 Kilometer ungefähr. War ein Traum. So. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, guck mal hier. Hier lag ja noch was rum. Und wieder schön die Taschen voll klimpern. Wollen wir hier noch was einsammeln? Blaues Kraut, rotes Kraut. Die Frage ist halt, inwieweit das was bringt, weil ich glaube, da sind wieder irgendwelche Viechers. Ohne geht's ja hier einfach nicht. Können mal gucken, ob die wieder auf den Beinen sind. Und so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht weiß,
tatsächlich hier unten noch irgendwas ist. Also was ich hab leben lassen. Man leidet im Spiel auch mal akut unter Munitionsmangel. Genau, das habe ich mir gedacht, deswegen gehen wir da jetzt nicht rein. Schade. Rotes Kraut hätte ich noch gebraucht. Aber wer nicht will, der hat schon. Hier hinten gibt es halt noch eine Kurbelvertiefung. Die mir aber nichts bringt, weil ich ja nicht Leon bin. Dann gehen wir einfach mal raus. Wir haben ja jetzt alles, was wir brauchen. Die Scheißdreckskarte. Ansonsten ist hier auch nichts mehr zu holen, würde ich sagen. Du schon wieder? Ach, come on jetzt, oder? Du wirst nicht verhindern, dass ich hier rausmarschiere. Kommt jetzt natürlich mit raus, ne? Ach Gott. Da hinten ist ein Zombie, der an der Tür rüttelt. Ich würde ja sagen, geradeaus, wa? Warte mal. Ich hab nicht gespeichert, ne? Wohl nicht der richtige Weg. Wie bitte? Okay, vorher konnte man da durchlaufen. Diesmal wohl nicht. Das ist ja cool. Der macht's halt echt angenehm. Ich vermute mal, dass ich da durch muss. Und ey, der nervt mich auch gar nicht. Ah, jetzt ist die Tür aufgegangen. Junge, du nervst. Hau doch mal ab hier. Alter. Jojo, ihr macht das schon, ne? Könnt euch mal mit Mr. Kurzkopf beschäftigen. Ich muss mal hier durch. Tschüss. Geht wohl nur hier weiter. Alter, wie nervig. Ah ja. Wenn das mal nicht meine Lieblinge sind, dann weiß ich auch nicht. Bleib bloß am Boden. Steht bestimmt noch mal auf. Alter. Drei Schuss daneben geschossen. Und ich nenne mich Ego-Shooter-Spieler. Alles klar. Okay. So, der steht hier bestimmt gleich off. Weiß ja nicht, dass man ausgeweidet wurde. Zum Laufen braucht es ja nur das Hirn, nicht wahr? Ja, wieder zwei Tölen. Och Mensch, danke, wie viel schon ist denn? Ach, 50 Schuss, danke. Hätte ich eigentlich nicht mal vorhin das kombinieren können? Ah ja. Alter.
Geht halt nochmal auf. Mein Gott, was hier los ist. Hat Schakal eigentlich mitbekommen, dass ich ihn Halleluja begrüßt habe? Schakal, hallo, hallo. Hab uns zum Match gehört. So ein bisschen Days Gone-Feeling und möchte immer gerne die Kofferräume der Polizeifahrzeuge aufhebeln. Ja, da höre ich doch schon wieder bekannte Geräusche, nicht wahr? Ein Hund und ein Kackschrift. Langsam eng hier im Inventar. Wie bitte? Kommt man hier auch hier lang? Nee. Was eine Munitionsverschwendung, hoch 10. So, ist der jetzt mal hier durchgekommen oder nicht? Herr Schakal, ich hatte dich gefragt, wie du deine Woche verlebt hast, wo ich doch nicht da war, um zu streamen. Er kommt ja auch nicht raus, ne? Kannst du mal hier... Komm mal hier, komm, ich zeig dir mal die große, weite Welt. Er bleibt echt da drinnen stehen. Kannst du mal bitte hier... Hallo? Du bist der Busfahrer, ne? Willst du nicht hergeben? Für die Scheiße habe ich echt keine Zeit gerade. Gibt noch andere Spiele, die ich gerne spielen würde. Könntest du deswegen einfach mal umfallen? Danke. Fassen, Mann. Also mehr kann man nur echt nicht mehr machen. Das muss das Waisenhaus sein. So. Wirkt gegen alle Gifte, ja. Ich frage mich, warum das Waisenhaus so eine krasse Verriegelung hat. Okay. Halte durch, Sherry. Schön, dass das Kackvieh mich noch gebissen hat, ey. Spielfehler. Vorhin war hier noch eine Kette. Hallo! Ich habe den Anhänger! Ach, wir wissen, was hier auf uns wartet. Deine Schuld! Zu trödelig! Was ist passiert? Oh Gott! Weg von hier! Verdammt, William! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Nichtsdestotrotz gehen wir einfach weiter. Speichern hier. Sherry, Sherry Lady. Gab's oben noch was? Nee, ne? Kommen wir überhaupt noch mal oben hin? Also oben war ja auch wirklich nichts mehr. Könnte jetzt noch mal gucken gehen, aber komm. Da oben nichts weiter gesehen. Sherry? Sherry, wo bist du? Claire! Sherry? Ich bin gleich da!
lausche. Alter! Du warst krank die Woche, Karl. Wach auf! Und jetzt am Wochenende wieder schwimmen, okay? Öffne die Augen. Halt still. Auch sehr sportlich, nach dem Kranksein nochmal direkt schwimmen zu gehen. Sherry? Wo ist Sherry? Sherry. Sherry geht's gut. Sie kennen Sherry? War ein beeindruckender Kraftakt. Was ist mit ihr? Wir müssen die Lage einschätzen. Wer sind Sie? Ich bin Claire. War nicht vorherzusehen. Sagen Sie mir, wo ist sie? Hallo? Was? Oh, Annette. Sag mir, was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was? Helfen Sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln als erwartet. Wo gehen Sie hin? Hör zu. Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ich muss Sherry finden. Meine Tochter geht dich nichts an. Alles ist unter Kontrolle. Alles klar. Jo, warum auch mitnehmen, ne? Davor hast du auch was geschrieben? Ne, das habe ich nicht bekommen, Schakal. Das kam ja im Stream nicht an. Ich weiß zwar nicht warum, aber es kam einfach nicht an. So, haben wir hier noch irgendwas liegen? In der hintersten Ecke vielleicht? Ne, nein. Wo ist Sherry hin? Sherry ist ihre Tochter? Mal, hier kommen wir nicht weiter, ne? Alten? Wollen wir da runter? Nee, eigentlich nicht. Bericht über G! Die klinische Erprobung des G-Virus wird bald ihre letzte Phase erreichen. Vor der Geburt wird G dem neuen Wesen, das die Menschheit überflügeln wird, möchte ich einige Dinge über dessen Biologie und biologischen Funktionen prognostizieren. Die Intelligenz des Probanden wird sofort sinken und innerhalb weniger Tage verliert er sein Sprachvermögen. Schließlich büßt er auch noch sein Bewusstsein und seine Menschlichkeit ein. G wird nur von Instinkten sowie Überlebens- und Fortpflanzungstrieb getrieben werden. Körperliche Fähigkeiten: aufgrund seiner beschleunigten Zellteilung und Evolution kann er sich an jede Umgebung anpassen. Außerdem besitzt er die fantastische Gabe der Regeneration und kann mit herkömmlichen Mitteln kaum getötet werden. Ja, danke dafür. Reproduktionsverhalten. G's bemerkenswerteste Eigenschaft wird sein intensiver Fortpflanzungsdrang sein. Er wird instinktiv Menschen mit passender DNS suchen und ihnen ein Embryo einpflanzen. Die Erfolgschancen sind allerdings relativ gering und wenn die DNS nicht sehr genau übereinstimmt, entsteht ein unterentwickeltes G-Wesen. Vermutlich sind nur leibliche Kinder des Probanden geeignet. Alter. Geil. Geil. Ja, du warst ein paar Mal da gewesen, hast du auch was abgestaubt? Bei mir war super Wetter, schwimmen und braun werden. Jetzt kam's an.
Gamescom, ja, ich war gar nicht so auf Loot aus, aber ich habe einiges auch eingesammelt oder einsammeln können. Ich weiß nicht, ob ich das in ein Video reinpacke. Ich mache auf jeden Fall ein YouTube-Video darüber, aber ich weiß noch nicht genau, wie schnell ich damit bin. Munitions für den Granatwerfer. Ja, wieder Säurekapseln. Komm, dann machen wir das. Dann haben wir wenigstens dafür Munition. Das verstauen wir. So, wir sind ja auch immer noch verletzt, ne? Hahaha. Ha, ha. Ach, hier liegt noch Munition rum. SLL-60, Hochleistungsmunition. Echt jetzt? War die nicht übel schlecht? Ah, ist das sogar schon richtig. Ach, hätte ich den nicht in den Revolver laden können? Ist doch auch 9mm. Okay. Fragen wir nicht weiter nach. Hier geht's nicht durch. Hätte das gedacht. Also müssen wir hier runter. Ja, also ich habe hauptsächlich Connections auf der Gamescom gesucht. Kannst du mich hören? Habe ein paar Spiele gespielt, habe auch ein bisschen was mitgenommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das in den Dingens reinpacke, ins Video reinpacke. War auf jeden Fall bei T-Shirts dabei und so. Und die üblichen... Die, wie normal halt, Schlüsselanhänger und an so Krimskrams. Aber ich habe coole Leute getroffen. Ich hab. Ja, super. Jetzt habe ich das oben liegen lassen, ne? Rechnet dann auch damit. Ne, ich hab Kaffeekind getroffen, ich hab die Bieber Bros getroffen, ich hab Ponyhof getroffen. Also ziemlich coole, große Streamer. Das war schon geil. Ein paar Business Connections quasi geknüpft, könnte man sagen. Kann mich jetzt nicht beschweren. Standseilbahn. Hier? Alter, echt jetzt? Ach so! Hau doch ab! Als ob! Kannst halt einfach nicht an den Leuten vorbeilaufen, ne? Ja, komm. Fest drauf. Da war halt ein Schrank, aber drauf geschissen. Beste Mutter. Nein. Sherry! Sherry, ich komme! Halte durch, Sherry. Bin gleich da. Sherry, wir könnten echt mal selber gerettet werden. Ohne Witz. Da geht's gleich weiter, ne?
Broschüre der Kanalbaufirma kennen wir schon. Warte mal. Denkt ihr, habe ich da reingeladen? Bin ich besoffen? Hochleistungspatron für die SLS-60. Das ist die SLS-60. Und der hat die normale 9mm da reingeklappt. Ich glaub's nicht, Alter. Was ist das denn? Geil. G-E-I-L. Muss ich jetzt hier wieder rumdoktern? Ja, natürlich muss ich das. Oh. Traumheft. Großartig. Ich habe mir leider auch nicht gemerkt, wie die Kombination war, ne? Die Safe-Kombination steht da oben. Zwei nach links, 12 nach rechts, 8 nach links. Zwei nach links. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Noch eine Waffe. Ach komm, echt jetzt? Ah. Jetzt wird ein Schuh draus. Oder wie, oder was, hä? Habe ich jetzt die Hochleistungsmunition da drin? Ich glaube nicht. Ich habe 8 Schuss davon. Okay. Ja, wenn du jetzt aufstehst, du. Mein Gott, ey. So, mittlerweile ist jetzt mein Inventar voll. Leons Notiz. Claire, wenn du das bisher geschafft hast, bist du fast aus der Stadt raus. Ich muss noch etwas erledigen, bevor ich hier weg kann. Aber falls ich es nicht schaffe, das war alles Umbrellas Schuld. Lass es die Öffentlichkeit wissen. Alles klar. Der gute Leon. Der Lieferschein. Folgender Artikel wurde an den in ihrer Bestellung angegebenen Ort geliefert. Ja, die Kombination, die wissen wir ja schon. So, das Ding brauchen wir jetzt natürlich. Und dafür muss ich erstmal die Taschen leer machen. Totale Verschwendung, das jetzt zu benutzen, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Guck mal hier. Kanalisationsplan. Kannst übersehen. Liegt noch Munition rum? What? Natürlich liegt hier noch Munition.
Natürlich alles voll. Aber kriegen wir hin. Bim, bim, bim. Kann ich die nicht kombinieren? Ach, die kann ich gar nicht kombinieren, weil es unterschiedliche Munitionsarten sind. Jetzt ist da aber mal genug. Ach, weil ich den Revolver jetzt noch habe. Das ist für den Revolver die Munition. So, das verstauen wir auch mal. Die könnten wir noch gebrauchen, die werden wir jetzt mal gleich nehmen. So, 51. Ist schon wieder so spät, ey. Wie kann das nur sein? Am meisten nervt mich, dass ich jetzt wieder diese gesamten Schachfiguren sammeln muss, ne? Ich meine, ich könnte auch direkt wahrscheinlich mit der Bahn fahren, aber das wollen wir ja nicht. Könnte jetzt mit dem Rücken zu uns stehen. Ja. Steht ihr direkt nochmal auf? Klar. Guckt mal, haben wir wieder einen Slot frei gemacht. Geil. Aber vorhin waren noch hier drei unten, ne? Ja, da liegt noch einer. Ich weiß, dass da hinten irgendwas. Hier haben wir noch was. Damit kriegen wir die Tür auf, ne? Ach ja, ganz vergessen, Bonshaw habe ich auch getroffen. Das war auch cool. So, ein Schlüssel. Da waren wir halt noch nicht, aber können wir auch noch gebrauchen. Da kam ich... Ich überlege gerade. Da oben kam ich ja nicht durch, ne? Gruselig. Gruselig ist vielleicht das falsche Wort. Oh Gott, die sind überall. Das ist eher widerlich, würde ich sagen. Also wir wissen ja, was jetzt kommt. Was?
Ich dachte eigentlich, das Vieh wäre tot, aber nee. Alles klar. Widerlich hoch 10, Alter. Automatisch nachladen. Wer kennt schon. Ja. Wie viel Munition das schon wieder gekostet hat, ne? Doch zum Mäuse melken. Ich würde auch gerne diesen Menschen finden, der die Munition hier unten hingelegt hat. Ja, kam ja noch mal einer, ne? Ja, genau. Das ist an der Uzi schon genial. Ja. Das ist an der Uzi schon geil. Da kannst du halt wirklich mal auf so ein Target richtig durchladen. Er lebt halt. Er lebt halt immer weiter, ne? Wie in dem Schriebs drin stand, sie sind kaum zu töten. Hab da cool gemacht, finde ich super. Kacklöffel, ey. So, jetzt ging das ja jetzt wieder los. Da ist auch wieder einer, der hier rumstolziert. Komm, brauche ich jetzt eigentlich die Teile dafür? Weil da gab es ja die Knarre und das ist eine andere, ne? Das ist kein Flammenwerfer. Ach ja, jetzt habe ich ja wieder keinen Platz. Kombinieren wir das mal, dann haben wir wieder zwei frei. Ach ja. Schön. Hier lag doch, ich wollte gerade sagen, hier lag doch einer rum. Kam ich jetzt hier überhaupt weiter? Gab es hier überhaupt ein Plugin? Ja, jetzt ist der Typ aufgestanden wahrscheinlich. Ah, schön. Zwei gleich noch. Schön. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder so komplex wird. Ich glaube schon. So, den König. Ja. Kein Platz mehr, ne? Elektroschockgewehr.
Diese Waffe feuert Metallhaken auf das Ziel, durch das Strom geschickt wird. Solange sie die Waffe auf den Gegner zielen. Wenn sie allerdings zu viel Strom durch die Drähte schicken, brennen diese nach einem letzten Stromstoß durch. Na top. Immerhin braucht die keine separate Munition. Trotzdem wahrscheinlich ein schwacher Trost. So. So, jetzt wird's natürlich super. Brauche die beiden Pins. Und komme ich hier wieder zurück? Komme ich jetzt zu einer Kiste? Oh, es ist ewig weit weg, ne? Das ist jetzt blöd. Die ganzen Taschen voller Munition, ey, das ist zum Mäuse melken. Mach jetzt mit den Typen da unten. Ich brauche halt den Platz. Okay, hier auch schon wieder rum. Du Scheiße! Ja, klettern kann er auch. Hilft ja nicht. Ob der jetzt wirklich noch ein aufgetreuzt ist. So, ich guck mal, aber hier konnte ich glaube ich nicht weiter. Weil das Ding kaputt war. Jo. Ja, auf jeden Fall hat sich ja schon mal ein Slot geleert, nicht wahr? Schönsten ist, dass ich jetzt ja mal den ganzen Weg zurücklaufen kann. Hier bestimmt auch wieder einer aufgestanden ist. Obwohl, nee, die beiden sind tot, der könnte jetzt noch stehen. Stören wir mal. Dafür haben wir eh keine Munition mehr. Oh, das sieht doch schon besser aus. Rein theoretisch können wir jetzt den Revolver wieder nehmen. Habe ich die eigentlich schon hier schon kombiniert?
Nur für den Fall der Fälle nehmen wir die Handgranate mit. Großkalibermunition würde ich mir eigentlich gerne aufheben. Genau zwei Slots frei für die scheiß Pin-Figuren da. Vor allem habe ich die auch gar nicht belegt, ne? Die Elektronikknarre, Elektroschockgewehr. Der könnte eigentlich mal hier reinplatschen. Weil man ja auch an der Seite nicht hochklettern kann. Jetzt geht's auf einmal. Jetzt ist die Frage, auf welcher Seite er runtergeknallt ist. Ich glaube mal auf der, wo ich lang muss dann. Wäre sonst auch zu einfach. So, Freunde, da bin ich wieder. Jo, sagt er. Zur Begrüßung. Ach ja, ich vergesse es auch immer wieder. Steht er halt nochmal auf. So, irgendwie war mir, dass ich hier die Dame reinstecken musste. Und natürlich den falschen. Nee. Doch. Wenn ich den falschen reingeplackt habe. Dann hier den König. Dann das da. Und dann hier durch. Genau. Ja, Orientierungssinn wie eine Brieftaube. Wenn man das einmal gemacht hat, dann. Den Weg, den ich geflogen bin, den kriege ich wieder hin. Ja. Kommt bestimmt gleich wieder, weil das Speichersymbol oben links kommt bestimmt wieder mega die Scheiße jetzt wieder auf mich zu. Hm? Ja. Nein, ich meine schon ernst, dass ich ein Gedächtnis wie eine Brieftaube habe, weil ich da, wo ich einmal war, auch immer wieder hinfinde. Ja, weil das nichts mit dem Weg zu tun hat. Das mache ich ja nicht mit Absicht. Bleib bloß da oben. Nee, es geht. Also der Endboss, also man spielt glaube ich dreimal gegen den gleichen Boss oder viermal. Weil der einfach nicht tot zu kriegen ist. Ja. Nee. Nur verletzt, aber ich habe mich erschrocken, weil der lag die ganze Zeit da rum und jetzt steht er auf einmal auf, oder was? Hat
So. Ja, theoretisch kann ich einen Steck packen. Ach, jetzt ging das ja wieder hier. Turm ist neben den... Oh. Ich hab's mir nicht gemerkt, ne? Das habe ich mir, glaube ich, nicht gemerkt. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. So, der ist ja hier eh falsch. Oder? Ach, jetzt muss ich ja wieder was ablegen, weil ich hier die ganze Zeit rumplacken muss. Der hat hier, glaube ich, richtig. Nee, der hat er richtig gesteckt. Und das Pferd hatte, glaube ich, auch richtig gesteckt, ne? Ja. Und der steckt scheinbar auch richtig. So. Der Turm ist neben dem Springer. Aber nicht gegenüber der Dame. Der Turm. Ach, den Turm habe ich ja noch gar nicht. Ich kann erstmal ja. Warte mal. Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Ganz am Ende und der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist. Was? Der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist. Ach, ein neues Rätsel. Schön. Ja, wäre auch zu einfach gewesen, wenn man die gleichen Rätsel verwendet, nicht wahr? Der Turm ist neben dem Springer. Der Springer ist der hier. Aber nicht gegenüber der Dame. Das heißt, die Dame muss hier sein. Würde ich jetzt behaupten. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Ganz am Ende. Ja, komm. Scheiß drauf. Kommen wir eh noch nicht durch, weil noch ein Scheißding fehlt. Ich weiß zwar nicht genau, wo der jetzt sein soll. Also was ich weiß, ist, dass ich hier irgendwo eine Wartungstür hatte, aber wo ist denn die jetzt? Jetzt nicht hier irgendwie gesehen, dafür war der Schlüssel ja eigentlich immer gedacht. Und hier geht's dann nicht weiter. Ich unten nochmal? Achso, ich muss ja unten nochmal durch. Hahaha, ha, ha. Ja, da war ja was. Oder steht wieder ihmchen? Da kommt bestimmt gleich nochmal Überraschungsgast hier. Ja, das ist doch. Richtig hässlich. Keine Munition mehr. So schnell geht's.
Übelst hochmoderne Kanalisation, aber das wird per Hand gemacht. Das muss man, glaube ich, verstehen. So. Jetzt kommt, glaube ich, dieser eine Raum, wo auch wieder einer drin liegt, der aufsteht. Aber ein kleines Platzproblem. Was haben wir da? Hiding Places Film. Ja, nee. Ja, er steht auf. Er fällt da raus. Das ist auch immer nur ein erledigt, ne? Ja, das ist ja wieder ein Träumchen. Schön die Taschen voll. SZF. Wieder irgendeinen Schlüssel für einen Code, für einen Tresor oder sowas. So, ich weiß gar nicht, wo der jetzt hinging. Aber wir nehmen ihn einfach mal. Ich kann Bock habe. Dadurch die Zombies zu ballern. Wo sind wir jetzt hier nochmal genau? Ach hier, ja, I know. Können wir mal kurz entspannt speichern eigentlich? So, eigentlich dürfte der Mr. Klotzkopf uns gar nicht mehr verfolgen, ne? Weil er wurde ja in zwei Hälften gerissen. Aber bei dem bin ich mir eh nicht so sicher. Solche Leute sterben meistens nie. Sind uns wahrscheinlich auch noch auf zwei Händen hinterher. Was willst du tun, ne? Kannst nicht tun, ich kann hier mal speichern. Da liegt noch eine Handgranate, ja. Da liegt noch ein Messer. In der Bibliothek habe ich vergessen, die scheiß Munition aufzuklauben, ne? Rotes Kraut kann ich noch besorgen. Muss ich jetzt den ganzen Weg hier zurück? Also ich meine jetzt durch das Chefbüro zum Beispiel. Komm, wir gehen mal durchs Wartezimmer. Hier habe ich auch noch nicht alles aufgesammelt. Da liegt doch irgendwo, ich weiß, dass da noch irgendwo Munition rumliegt.
einer der beiden Gänge auf jeden Fall. Ich glaube da hinten. Jo. Alles klar. Ist ja nicht. Also ich habe alle hier getötet. Nee, es ist nicht recht. Ich muss hier nochmal einen Gegner reinschmeißen. So, dann nehmen wir auch das rote Kraut mit. Können wir gar nicht mehr mitnehmen, weil wir sind da voll bis oben hin wieder. Natürlich. Ah Mann, ey, bin ich... So. Den werden wir brauchen. Den packen wir mal raus, weil dafür haben wir auf jeden Fall noch Munition. Und dann fahren wir mal in den Untergrund. Shit. Wir sind ja wieder im Schießstand. Das war jetzt nicht so clever, glaube ich. Das ist noch eine Kurbelvertiefung. Kommen wir. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir mit der Kurbel hier. Uns das was bringt, aber wir probieren es einfach mal. Links. Schade. Den ganzen Weg umsonst gelaufen. Gucken wir nochmal nach. Wie war das mit der Taube? Ja, ich rede mal nicht drüber. Sonst irgendeinem lag noch was drin, da. Ich glaube, es lag ja noch irgendwo anders was drin. Also irgendwas habe ich hier liegen lassen, das weiß ich. Hier wäre eine Flashbang oder... Ich glaube, weil die irgendeinen Zombie in der Hand hatte. Ach, nur weil ich mich wieder nicht mit den Zombies da auseinandersetzen wollte. Also es ist definitiv der sicherste Weg, aber auch der längste.
Ärgerlich. Das war jetzt nicht so clever. Und hier rennen auch wieder welche rum, ne? Oder hat Dr. Hotzkopf die lang gemacht? Ich glaube nicht. Wenn, dann hätten sie hier stehen sollen. Weil stehen, wenn sie hier jetzt stehen, dann habe ich ja wieder was gekonnt. Ach, warte mal. Das ist ja, jetzt geht es ja zum Waisenhaus, ne? Ja, das ist ja natürlich... Oh, ist das clever. Oh. Dachte ich, schlage dem Spiel ein Schnippchen. Ja, von wegen. Eine Kacke habe ich gemacht. Umweg bin ich gelaufen. Vor allem habe ich die Munition mitgenommen und die Waffe vergessen. Ich Vollidiot. Das tut weh im Kopf. Ach, guck mal hier. Oh, mein Gott. Wieso nur? Schakal, keine Kommentare bitte. Keine Kommentare. Ja, es ist natürlich alles voll. Guck mal hier, kombinieren. Staunen. Rausnehmen. Passt. Fünfundvierziger ACP. Falsche Waffe. Staunen. Ausnehmen. Weiß nicht, wie gut die Elektroknarre ist, by the way. Karl, vielleicht weißt du ja was, ob man die eher für normale Gegner nimmt oder für Endgegner. Oh. Nicht sein Ernst. Komm ich hinter dem lang? Nein, weil er so beschissen steht. Direkt mit dem Gesicht an der Reling gebremst. Muss ich auch noch außen rumlaufen. Oh nein. Oh, ich dachte gerade, das Spiel ist abgestürzt, ne? Es hat gerade extrem lange geladen. Übrigens, hier ist noch mein Gamescom-Armband. Für die ab 18 Spiele. Ja, warum ist der scheiß Fahrstuhl dann hier hochgefahren, ey, ganz ehrlich? Ich dachte, ich kann jetzt hier übelst noch was reißen. Oder muss hier noch übelst was abholen? Nein. Einfach sinnlos. Aber jetzt kann ich mich gleich wieder mit denen da rumschießen. Und ich glaube, da unten lag 9mm Munition und nicht 45er ACP.
Doch, 45er AC. Und so viel auch gleich. 5 Schuss, na Mensch. Vielleicht haben sich ja die Gemüter hier unten wieder beruhigt. Ja. Und das jetzt sagen kann, beruhigt ist vielleicht das falsche Wort. Dann liegt auch nochmal 45er. Ich überlege jetzt gerade, theoretisch müsste ich nur hier runter, ne? Und dann die Kanalisation wieder ablaufen. Weil wenn ich mich jetzt da durchballer, dann verliere ich mehr Munition, als ich aufsammeln kann. Oh ja. Kein Platz, sorry, aber wird da nichts anderes drauf sein als bei Leon? Ach ja. Sterben mit der Zeit. Ja, warum sagt mir das keiner? Ich schieße immer auf die Mistviecher. Alles klar. Surprised, oder was? Hat er mir direkt einen reingekillt. Alter. Jo, das ist jetzt mal... meine Chance, das Ding zu testen, würde ich sagen. Vielleicht auch meine Chance, direkt drauf zu gehen. Ich würde ja sagen... ich würde fast sagen, es endet hier, ne? Wo ist es hin? Oder ist es jetzt nicht hochgekommen, weil ich mich langsam bewegt habe? Ja, das hatte ich jetzt aber für ein Gerücht, oder? Ja, guck mal an, hier geht's ja gar nicht weiter. Lauf! Alter Vater. Jetzt sollte ich aber die Beine in die Hand nehmen. Und... tot und... tot. Junge, Junge. Ich schwöre, wenn das jetzt alles umsonst war, hätte ich mich mal durch die scheiß Zombies oben geschossen, ne? Wäre definitiv cleverer gewesen. Frage ist, ob ich nicht hätte doch sowieso hier lang müssen. Halt nur mega ärgerlich. Von der guten Munition. Ach, das ist ja die Tür. Ja, super. Und wir sind ein bisschen verletzt, aber nur ein bisschen. So, der bleibt doch hoffentlich da, wo er ist.
können wir ja direkt mal benutzen. Dann können wir jetzt die nächste Kelle noch aushalten. Ja, Tauben sind schon tolle Tiere. Ey. Kann man auch nichts sagen, ne? Kann man einfach nichts sagen. Wird direkt wieder gemobbt. Ach ja, er wieder. Diesmal nicht. Also jetzt komme ich auf der anderen Seite der Kanalisation raus. Nee, warte mal. Ach ja, richtig, hier bin ich jetzt. Wo musste ich denn dann lang? Ach so, ich wollte ja eh hier lang. Wollte ich hier noch unbedingt dieses lustige Rätsel machen. Verfluchte Scheiße. Katzen haben schon wieder irgendwas angestellt. So. Lustig, lustig wird's jetzt hier. Der Turm ist direkt neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. So, der Turm kommt also theoretisch hier rein. Eigentlich, weil wir werden gleich sehen, dass es nicht so ist. Das ist nicht meine Stärke. Aber nicht gegenüber der Dame. So, der König ist nicht neben der Dame. Hier haben wir Dame und König. Ist gegenüber vom Springer ganz am... Dass es auch mal weggeht. Ganz am Ende. Und der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist. Das heißt, der Springer kommt hier woanders hin. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Ganz am Ende. Hier oder was? So, der Turm ist neben dem Springer, dann haut das noch hin, aber nicht gegenüber der Dame. So, da haben wir... Aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber von dem Springer. Also der König ist gegenüber von dem Springer. Dann wäre der ja hier. Gegenüber von dem Springer. Ganz am Ende. Und der Springer ist nicht da, wo auf dem Kasten ist. So, der König. Der Turm ist neben dem Springer. Das haben wir, aber nicht gegenüber der Dame. Dann müsste er hier jetzt der. Ja, das ist ja auch blöd, oder? Warte mal. Seitenverkehrt. Oh. Ich hasse sowas, ne? Das ist auch Tomb Raider. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der Turm ist gegenüber dem Springer. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame.
Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Ganz am Ende. Und der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist. Das ist eigentlich das Geilste überhaupt. Tom ist direkt neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Ich gehe mal davon aus, dass das der einzige Stecker ist, der da hingehört. So. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Ganz am Ende. Und der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist. Ist total hohl, Alter. Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist. Wo soll er denn sonst sein? Ist er dann hier gegenüber oder was? So, weil der Springer ist nicht da, wo auf dem Kasten ist. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber vom Springer, ganz am Ende. Da müsste hier jetzt der König rein. So, der Turm ist neben dem Springer. Müsste hier der Turm rein. Nicht gegenüber der Dame. Dann müsste hier die Dame rein. Ha! Wer sagt's denn? Ich bin doch gar nicht so blöd, wie ich aussehe. Okay, Sherry. Bin auf dem Weg. So. Das ist voll geil, dass ich halt keine Munition mehr für irgendwas hab. Gut, aber für mich war es das heute auch. Ist schon spät, ich muss morgen wieder arbeiten. Yay! Ich dachte, wir würden weiterkommen, aber ich glaube, noch eine Session, dann sind wir, glaube ich, auch durch den zweiten Teil durch. Also durch den zweiten Charakter. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Am Dienstag gibt es den nächsten Stream. Ich weiß nur noch nicht, welches Spiel es sein wird, aber lassen wir uns mal überraschen. In dem Sinne, einen wunderschönen Abend noch. Ihr habt GoPro, euer Consecro und bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Bis dann, tschüssen!